Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Hausflipper. Wir sind in unserem neuen kleinen Büro in unserem Haus, das wir selber bauen und gestalten. Und ja, gucken jetzt, was wir hier für Möbel reinstellen, wie wir das Ganze denn jetzt einrichten wollen. Und zuallererst benötigen wir, denke ich mal, den Schreibtisch, weil der wird am meisten Platz wegnehmen. Ich mache mal das Licht wieder aus. Dann ist schon sehr dunkel, ne? Mach das Licht wieder an. Sehr gut. Und wir gucken jetzt mal, möbeltechnisch, was wir da nehmen können. Büro. Natürlich die Frage, was sich da anbietet. Soll ja schon etwas, ja, rustikal werden. So, warte, Lager mit Schreibtisch. Ich möchte erstmal nur mit den Schreibtischen anfangen. Sowas wäre natürlich rustikal. Aber es ist halt die Frage, gibt es da dann die passenden Möbel zu, ne? So, über Eck ist auch nicht schlecht. Den finde ich ganz gut, aber den kriegen wir wahrscheinlich nicht wieder in meinem Holz, den ich möchte. Was halt das Problem ist. Das ist halt zu hell. Normale Eiche ist auch zu hell. Mahagoni ist zu rötlich. Wenge ist zu lila stichig. Ach, das ist doch blöd. Ansonsten wäre der Tisch theoretisch so von der Form her mega gut. Aber leider, ne, das ist halt das, was ich meinte. Das nervt. Hier hätten wir noch irgendwie was Eckschreibtischiges, was auch so in dem Stil wäre. Was es auch in der rauen Eiche gibt. Hätte ich dann ja, wenn, gerne irgendwie so. Man da vielleicht. Oder ist das dann zu groß? Aber das ist zu groß. War da noch eine andere Option von? Ja, das Ganze als 2-Meter-Tisch. Wäre, glaube ich, besser. Okay, wartet. Wartet, 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 wartet. Schon muss ich nochmal verkaufen. Wir haben ja zum Glück genug Geld. So ist es ja nicht. So, dass da natürlich Kunden sich hier entspannt hinsetzen könnten. Und was ich gesehen habe, das Schränkchen, das gehört da, glaube ich, zu. Das jetzt so anpassen, dass du da hinpasst und dann der Schreibtisch da dran. Direkt unsere Steckdosen verbaut. Die sieht jetzt kein Mensch mehr. Wunderbar. So hatte ich mir das vorgestellt, als ich die gekauft habe. Ist doch wunderbar. Dann kannst du hier sitzen und habe. Genau, so spreche ich, wenn ich mit Kunden rede. Was mir nicht mehr gefällt, ist die Wand. Also ja, Holz, aber nicht das. Weiß nicht, ob wir da vielleicht nochmal dann zugreifen und rumexperimentieren. Hier hätten wir nochmal so ein kleineres Stück, was wir zusätzlich hier dran stellen könnten. Das Ganze zu verlängern, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht. Oder man verlängert es so. Oder wir nutzen das als. Das wird nicht passen. Oder man benutzt das hier noch. Weil dann passt hier nur ein Kunde hin. Und warum sollte der hier so ein Ding haben? Das macht auch keinen Sinn. So sieht irgendwie komisch aus. Achso, wartet. Ich würde den erstmal wieder verkaufen.
Ah, dann haben wir das ganze Ding noch als etwas längere Möglichkeit, ihn eventuell hier nochmal dran zu stellen. Würde sogar beide Schubladen aufkriegen, ist ja ein Traum. Glaube, so vom Arbeitsplatz. Radius finde ich das schon gar nicht so schlecht. Ist nur das Problem, kriegen wir jetzt hier noch Schränke rein? Warte mal, das ist Paxson. Gibt es Paxson eventuell auch als Lagermöglichkeit? Das wäre natürlich ein Traum. Es gibt Paxson-Barhocker, es gibt eine Bank. Es gibt sogar Paxson-Stühle. Ich bin begeistert. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir als Akzentfarbe nehmen, um hier vielleicht so ein bisschen Farbe reinzukriegen. Ein Blau. Rot, Violett, Limongrün, normales Grün. Ich meine, wenn wir hier noch, also ich möchte hier auch ein bisschen Bepflanzung und so reinbringen. Könnte irgendwie was Grünes natürlich sehr gut passen. Guck mal, haben wir hier und hier. Vielleicht so ein bisschen schräger stellen. Muss ja nicht so perfekt sein. Das finde ich immer kacke, wenn Sachen perfekt stehen. Aber das gefällt mir. Was haben wir noch? Das Esstische. Dass es nicht alles gibt. Ah, du bist zu groß. Bist wahrscheinlich auch zu groß, ne? Na, hätte klappen können. Ich mag die Paxson-Möbel gerade sehr, muss ich sagen. Kücheninsel. Barschrank. Wird Paxson mein Möbelstück des Vertrauens? Würde sowas hier hinpassen? Größentechnisch ja. Könnte da wunderbar eine Pflanze drauf. Das sind Regale, das finde ich sehr schön, aber ich möchte eigentlich auch was Abgeschlossenes haben. Es gibt sehr viele Möbel davon, das finde ich mega. Couchtische. Die Schreibtische. Schade, es gibt keine großen, also, ne? Schranktische. Ich bin gerade überlegen, ob ich hiervon vielleicht noch was hier drunter baue. Würde auf jeden Fall gehen. Oder auf die andere Seite. Weil dann wird das, glaube ich, zu eng, um hier reinzukommen. Ich glaube, so ist ganz gut. Ich war gerade am Überlegen, den hier drunter zu stellen und das Ganze alles näher an diese Wand zu ziehen. Aber, wie gesagt, dann haben wir hier so ein bisschen das Durchgangsproblem. Ich möchte eigentlich ungerne für meine ganzen Dokumente solche Schränke nehmen. Da einfach so dahin. Das ist. Ich weiß nicht, ob mir das zu offen ist für die Kunden. Hier hätten wir natürlich noch eine Möglichkeit mit ein paar Türen. So ein bisschen privaten Stauraum-Look. Auch nicht viele Bretter dann dazwischen für eventuell Bücher. Bei Aktenordner müsste man da eventuell reinkriegen. Hätte natürlich auch sowas, das ist aber, glaube ich, zu lang, ne? Dann hätte man das Problem, dass man halt nichts in die Höhe hat. Da können wir ja, denke ich mal, nicht sowas hier draufstellen. Das ist ja Quatsch. Gut. Ich glaube, ich würde mit sowas tatsächlich hier gehen. Größeren. Wir da noch so einen kleinen zwischen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, du bist breiter. Ja, bist du.
Haben wir denn einen schmalen? Ist denn der schmalste hiervon? Ich glaube, der ist auch für. Ne, hier ist noch ein schmalerer. Das würde natürlich gehen für definitiv mehr Stauraum. Müssten wir hier nur ein bisschen nochmal verrücken. Prinzipiell würde das theoretisch gehen. Du nochmal einen Schritt zur Tür. Ich hoffe, dass wir uns die Tür dadurch nicht allzu sehr verbauen. Oh. Ist ein bisschen höher als gedacht. Müssen wir ein bisschen. Ah, wobei, es ist ja noch im Rahmen, ne? Ist doch alles etwas enger, als ich das gewollt hätte. Muss ich ja gestehen. Haben wir hiervon etwas Niedrigeres, aber ich glaube nicht von der Schmalität her, ne? Doch der hier, aber der wäre halt. Doch der. Die hier alle. 50. Wir bräuchten den. Außer wir bauen das halt ganz anders. Weil hübsch ist halt was anderes, ne? Einen möchte ich davon behalten. So. Das jetzt vielleicht so machen, dass du in die Ecke kommst. So. Daneben dann den Schrank. Gleich tief, ne? Und hier vielleicht dann was Niedriges. Auch sowas hier zum Beispiel. Einfach nur eine Kommode. Man gar nicht so hoch dann wird. Sondern niedrig bleibt. Dann ist auch der Blick, wenn man hier reinkommt, ein freundlicherer. Kann man den zum Beispiel auch hier drunter stellen? Das passt höhentechnisch leider nicht, ne? Ah, das wäre sonst so gut gewesen, den da noch drunter zu bauen. Aber nein, da sagt das Spiel, nö, ist nicht. Aber so ist, glaube ich, okay. Als Lagerfläche. Es ist ein bisschen wie so eine Treppe. Es bleibt trotzdem hell und freundlich irgendwie hier im Raum. Wenn man hier dann sitzt, könnte gut gehen. Was ich jetzt noch gucken möchte, wie gesagt, ist die Rückwand. Ich finde toll, dass es da so viele Möglichkeiten von gibt hier, ne? Hätte vielleicht auch sowas da hinstellen können. Nee, du bist größer. Gut. Gucken wir nochmal bei den Wänden. Nele. Und dann finden wir vielleicht etwas, was farblich besser dazu passt. Du bist zu gelbstichig. Bist zu dunkel. So, das wäre dann ja gestrichen auf der einen Hälfte, was auch interessant ist. Einfach nur irgendwie so ein schönes Holz sehe ich gerade nicht. Ne? Das hier ist alles für außen. Das ist natürlich Quatsch, das dann innen zu benutzen. Zebraholz, ne? Ist mir zu orange. Du bist mir zu hell. Ach Mann. Ist mir auch zu rötlich. Medium dark. Alles immer so ein Rotstich. Ist zu hell. Ich glaube, wir werden nichts Besseres finden. Auch zu rot. Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Wahnsinn, was so in den letzten Jahren dazugekommen ist zum Gestalten, zum Verschönern, zum Ausbauen. Macht richtig Spaß, sich da halt die richtigen Sachen rauszusuchen.
Ach, du bist aber, die kann man leider nicht einfärben, das Holz. Aber du bist auch mehr so ein Ding für außen, ne? Oh, hier kommen wir vielleicht in eine Richtung. Hier kommen wir vielleicht in eine richtige Richtung, ihr Lieben. Aha. I want this. Gib mir mal zwei davon. Ups. Ja, ich glaube, das kommt dem Ganzen, was ich mir hier wandtechnisch vorgestellt habe, so ein bisschen näher. Nö. Das ist besser. Wir werden das Ganze noch aufbrechen mit Regalen und Dekoration, Bild, Pflanzen, wie auch immer. Ich guck mal direkt nach Regalbrettern. Wo sind die denn, wenn? Hehe. Dekoration glaube ich nicht, ne? Stehend, Deckendekoration, Pflanzen. Ja, da müssen wir später halt gucken. Haustiere, Lichter. Ist das dann auch Möbel? Wo wäre denn sowas? Wohnzimmer? Regale. Ja, so Bretter, genau. Sowas hätte ich jetzt gerne. Ist halt die Frage, ob wir da was Schönes haben, auch in so einem. Ja, in so einem Stil. Sowas ist hier natürlich auch wunderschön. Genau, hier sowas könnte ich mir vorstellen. Ich weiß, dass ihr auf jeden Fall in dem rauen Holz geht. Aber geht ihr dann zu sehr unter, ist die Frage. Könnte mir das Brett da vielleicht vorstellen. Weiß nicht, an die Wand. Oder ob wir da einfach nur ein Bild oder so dranhängen, ob es damit getan ist. Irgendwas muss da auf jeden Fall hin. Das ist wahrscheinlich wieder. Also so, umso tiefer wir kommen, umso mehr kann ich vergessen, dass wir die Farben bekommen, die ich will. Scrolle trotzdem. In der Hoffnung, aber die, ja, habe ich nicht. Aber das wäre natürlich auch hübsch. Ich bezweifle, dass wir hier die Farbe kriegen. Natürlich die Sache, nimmt man dann vielleicht eine ganz andere Farbe, um da so diesen Kontrast reinzubringen, aber nee. Ich glaube, da müssen wir. Oh, die sind auch schön. Ihr seid nicht ganz so tief. Überdenke ich jetzt nochmal mein Konzept von diesen Möbeln, auch wenn sie natürlich perfekt zum Schreibtisch passen. Dorok. Lass uns mal allgemein nach Dorok gucken. Da haben wir die Bücherregale. Sideboards. Sideboards mit riesigen Regalen. Sogar einen Schreibtisch, aber der ist. Nee. Ich bin am Überlegen, ob ich halt diese Möglichkeiten nutze. Diese Schränke hier. Das wäre der kleine. Das wäre dann der, den wir da auch haben. Daneben würde sowas halt stehen, aber der hier ist. Wobei der hier wäre niedriger. Dann wäre daneben halt so ein Kommodending, ne? Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Auch wenn die interessant aussahen. Habe ich ihn jetzt hier für Auswahlmöglichkeiten? Lasse ich es mit den Möbeln, die wir aktuell haben.
Gut, bevor ich mich jetzt aber um die Dekoration hier kümmere, ist die Frage, machen wir hier noch ein Fenster hin? Und ich hätte gerne Gardinen. Jetzt stehen ja hier soweit die Sachen, da können wir mal eben gucken, was wir da an Fenstern nochmal haben. Mal so ein großes, ein kleineres. 2 Meter lang, ne? Aber ich würde das hier gerne einfach nochmal testen. Oder haben wir doch die Möglichkeit, das 2 Meter lange zu nehmen? Würde ich aber vielleicht auf ein schmaleres zurückgreifen? Nee, das wäre unterm Schreibtisch. Das gefällt mir nicht. Nee, da müssen wir doch das andere nehmen. Aber so groß war schon okay. Glaube ich. Ich hau's mal hin. Dann gucken wir mal. Doch, ich glaube, das ist okay. Wenn man dann hier sitzt, dann immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen rauszugucken. Genauso wie da. Wobei ich jetzt gerade denke, ich hätte es vielleicht lieber einen daneben. Wie gesagt, wir haben das Geld. Sieht, glaube ich, besser aus, wenn das etwas mittiger ist. Die Farbe hatten wir aufgehoben, ne? Ja. Die bräuchten wir nämlich nochmal eben. Ich hänge. Wo hänge ich? Immer irgendwie so komisch abbricht. So. Doch, ich glaube, das ist okay. Und dann gucken wir jetzt noch mal schnell nach Vorhängen. Oder überhaupt was Passendes finden, ist jetzt die Frage. Und dann, welche Farbe nimmt man? Braun? Grün? Wenn wir in diesem Setting bleiben wollen, farbtechnisch. Dann hier unten so einen beigen Streifen. Und unten auch nochmal grün. Oder schwarz. Schwarz sah auch nicht schlecht aus. Da geht es zumindest schon mal nicht hin. Da würde es hingehen. Hallo? Tiere dich bitte. Hier Leiste vor. Doch, das wäre okay, ne? Jetzt ist nur die Frage, was nehmen wir hier für einen Vorhang? Haben wir den? Das ist schon schmal und kurz gewesen, ne? Dann ist aber der Schreibtisch im Weg. Müssten wir den ein Stück wegrücken? Ich weiß noch nicht, ob das dann zu eng wird. Bewegt das mal so einen kleinen Millimeter rüber, den wir wahrscheinlich Platz brauchen, um das da anzubringen. Oh. Dann probieren wir das Ganze nochmal mit dem Vorhang. Raue Eiche, grün, beige, schwarz lassen wir unten. Du gehst trotzdem nicht dahin, weil immer noch im Weg der Schreibtisch. Das ist aber nervig. Das ist aber blöd. Bist du so weit von der Wand weg? Wenn du dranhängst, eigentlich nicht, ne? Das ist jetzt vielleicht nur zum Anbringen im Weg. Wartet. Kann ich den hier draußen hinstellen? Danke, ich brauche einmal Platz im Büro. Dankeschön. Wenn wir da gleich den Schreibtisch nicht wieder vernünftig vorstellen können, dann verkaufe ich halt diese Vorhänge wieder. Dazu holen wir den Schreibtisch wieder rein. Bevor es gleich irgendwie regnet und der nass wird. Das wäre blöd. Guck. Doch wieder dahin. Oh. Wir sehen davon, dass ich so hoch bin. Immer noch.
Jetzt bin ich da wieder recht bündig. Haben wir hier halt so eine kleine Lücke? Wegen dem Vorhang, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie überlebt. Das passt schon. Hauptsache, wir haben hier halt was hängen. Aber wenn das der kurz ist, wie ist denn dann der lange? Können wir uns jetzt hier nirgendwo anzeigen lassen, weil wir hier kein Fenster mehr haben. Aber gut. Und irgendwie bist du aber auch länger als der jetzt, oder? Nee, ihr seid gleich lang. Gut. Okay, dann haben wir das nämlich auch schon. Vor allem jetzt nochmal gucken, ob es eine Alternative gegeben hätte. Ist auch sinnvoll. Sowas finde ich natürlich auch immer gut. Aber da ist immer so blöd, die kannst du halt nicht zur Seite schieben, wenn du sagst, oh, ich möchte das Fenster doch mal aufmachen. So, aber ich verliere mich gerade hier wieder in Dingen. Wir sind schon wieder über der Zeit der Folge. Mach mal die Tür wieder zu. Ja, das ist so der Fortschritt von unserem Büro erstmal. Finde ich sehr gut, gefällt mir. Wir werden dann in der nächsten Folge gucken, dass wir das Ganze ein bisschen dekorieren. Dass wir hier Computerzubehör einbauen, Pflanzen, Bücher in die Regale, Aktenordner in die Regale, Pflanzen überall hin, ne? Dass das richtig schön kuschelig und gemütlich wird. Und dann arbeiten wir uns zu den nächsten Räumen weiter fort und eventuell noch eine Etage, bevor es hier regnet und ja, in unser Haus hineinregnet. Das wäre natürlich nicht so schön. Vor allem, da steht das Haus noch nicht mal wirklich. Und wir haben unser Büro schon eingerichtet, ne? Das ist also so das Profi. Profi hier. Gut. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.